Ärzte, Krankenschwestern und andere medizinische Fachkräfte finden oft überraschende Dinge im menschlichen Körper. Manche Personen stecken sich absichtlich etwas in den Körper, andere hatten Unglück und es gelangte etwas versehentlich in ihren Körper, ohne es zu wissen. In beiden Fällen kann das sehr gefährlich sein, ein fremdes Objekt in seinem Körper zu tragen, egal ob aus Zufall oder Absicht. Die bloße Menge und Größe dieser Gegenstände, die in menschlichen Körpern gefunden wurden, wird euch umhauen. Ein Australier namens Dylan Maxwell war gerade von seinem Urlaub auf der Insel Bali nach Hause gekommen, als er etwas Merkwürdiges bemerkte. Es gab eine lange rote Spur, die von seinem Bauchnabel bis zu seiner Brust reichte und irgendwie narbenartig war. Mit der Annahme, er wäre gerade von einem Käfer gebissen worden, ging er ins Krankenhaus und bekam eine schockierende Diagnose. Die rote Narbe war tatsächlich das Ergebnis einer winzigen Spinne, die sich in seine Haut eingegraben hatte und dort für einige Tage überlebte. Ein 60-Jähriger behauptet, vergewaltigt worden zu sein, als ein fremder Mann in sein Haus eingebrochen war. Einige Tage später suchte er ein Krankenhaus auf, da er qualvolle Schmerzen im Unterleib hatte. Als die Ärzte bei dem alten Mann einen Scan durchgeführt hatten, fanden sie eine komplette Colaflasche in seinem Dickdarm. Der Mann glaubt, dass die Einbrecher ihm diese Flasche in seinen Körper reingesteckt haben müssen, während des Martyriums. Schaut euch dieses Bild mal an. Das ist ein Röntgenbild, auf dem man einen lebenden Fisch sehen kann, gefangen in der Lunge eines 12-jährigen Inders. Der Junge spielte mit seinen Freunden im Wasser, doch was sie spielten, war kein normales Spiel. Oh nein. Das war die Schluck-den-Fisch-Challenge. Jedenfalls war dieses Spiel sehr beliebt bei diesen Jungs. Doch statt in die Speiseröhre ist der Fisch durch die Luftröhre in seine Lunge geflutscht. Dadurch bekam er Atemprobleme und wurde ins Krankenhaus gebracht, wo die Ärzte herausfanden, dass das Niveau des Sauerstoffs in seinem Blut stark abnahm. Er musste sich deshalb einer 45-minütigen Notoperation unterziehen. Der Junge hatte es gut überstanden, aber der Fisch, naja, hatte nicht so viel Glück. Also Dreamer, denkt nicht mal daran, diese Fischschluck-Challenge nachzumachen. Ihr seht ja, was dabei passieren kann. Wenn du meinst, es könnte nichts Schlimmeres geben als einen Fisch, der in deiner Lunge schwimmt, dann wirst du dich wundern. Denn ein Mann in China hatte einen Aal in seinem Penis. Richtig gehört. Der Mann hat sich eine Schönheitsbehandlung gegönnt in einem Wasserbecken voller schleimiger Kreaturen, die dazu bestimmt sind, die tote Haut vom Körper abzuknabbern. Doch ein Aal hat seinen Job nicht verstanden und schwamm in die Männlichkeit des Mannes hinein. Haarknäule sind nichts Ungewöhnliches bei Tieren wie Katzen, da sie diese oft vom Boden essen und Haare, Schmutz und Fussel anhäufen, während sie sich säubern. Jedoch ist es sehr ungewöhnlich, Haarknäule im Körper von Menschen zu finden. Genau das ist in Chicago passiert, als ein 18-jähriges Mädchen ein Krankenhaus aufsuchte, da sie starke Bauchschmerzen verspürte. Die Untersuchung zeigte eine große Masse in ihrem Magen. Sie wurde direkt zum Operationssaal geschickt. Im Magen des Mädchens fand der Arzt dann diesen 5 Kilogramm schweren Haarball. Es stellte sich heraus, dass das Mädchen die Angewohnheit hat, an ihren Haaren zu kauen, was zu diesem außergewöhnlichen Problem führte. Sanju Bagge aus Indien litt unter Schmerzen, weil sich irgendetwas in seinem Magen bewegte und das schon sein ganzes Leben lang. Weder seine Familie noch er selbst konnten sich das erklären, was mit ihm nicht stimmte. Sanju lebte einfach viele Jahre mit diesem Problem, ohne sich darum zu kümmern. Doch eines Tages wurde er ins Krankenhaus eingeliefert wegen Atemproblemen. Die Ärzte waren zunächst der Meinung, es würde sich um einen Tumor handeln. Doch sie irrten sich. Kurze Zeit später fanden sie heraus, dass tatsächlich ein vollständig entwickelter Fötus in seinem Bauch war. Diesen Fötus hat Sanju absorbiert, als er selbst noch in der Gebärmutter seiner Mutter war. Eine 52 Jahre alte Frau besuchte ihren Arzt und berichtete von starken Bauchschmerzen.
Die Röntgenaufnahmen, die von ihr gemacht wurden, zeigte eine große, merkwürdige Masse in ihrem Bauch. Die Frau wurde umgehend operiert und was sie fanden, waren 78 Löffel und Gabeln. Nach der Operation gab die alte Frau zu, dass sie den Zwang hat, Metall essen zu müssen. Dieses Verlangen, Metall essen zu wollen, ist ein weit verbreitetes Phänomen und wird Pica genannt. Es kann durch ein chemisches Ungleichgewicht oder Eisenmangel hervorgerufen werden. Gibt es unter euch vielleicht den ein oder anderen Metallesser? Schreibt es in die Kommentare, falls du ein Metallesser bist. Channing Mass wird nun als wahrer Kriegsheld gefeiert, nachdem er wie durch ein Wunder eine nicht explodierende Bombe überlebte, die in seinen Unterleib gelangte. 2011 war er auf Patrouille in Afghanistan, als er und seine Crew plötzlich von feindlichen Soldaten angegriffen wurden, mit einer Panzerfaust. Diese Panzerfaust ist sehr heftig und in der Lage, jeden Menschen zu töten im Umkreis von 30 Metern. Doch aus irgendeinem Grund explodierte sie nicht, als sie in seine Hüfte gelangte. Der Hubschrauber wurde dann direkt gerufen, aber es dauerte natürlich Stunden, bis er ankam, da sie mitten im Kampf waren. Entgegen der militärischen Regeln nahmen sie ihn dann in ein nahegelegenes Krankenhaus. Als sie dort ankamen, erlitt er einen Herzstillstand, weil er zu viel Blut verloren hatte. Glücklicherweise war zum selben Zeitpunkt ein Bombenexperte im Krankenhaus und hat es geschafft, die Bombe zu entschärfen. Die Ärzte arbeiteten unermüdlich und Channing Mass konnte sich schließlich komplett erholen und kann sogar wieder laufen. Ärzte in China haben eine sehr ungewöhnliche Operation durchgeführt, um 75 cm seines Darms zu entfernen, nachdem eine seltene Krankheit festgestellt wurde, verursacht durch eine ernste Darmverstopfung. Der Bauch blähte sich jahrelang auf und wurde immer größer. Die Ärzte fanden heraus, dass er unter der Hirschsprungkrankheit litt, wegen der er nicht in der Lage war, einen Stuhlgang zu absolvieren. Das Ergebnis habt ihr ja gesehen, ein Bauch, der sich aufbläht, wie der einer schwangeren Frau. Dr. Yin Liu und sein Team aus Experten in Shanghai haben den Mann getroffen und waren geschockt von der Größe seines Bauchs. Für sie sah es so aus, als könnte der Bauch jeden Moment explodieren. Und sie waren im Recht. Ein paar Tage mehr ohne Operation und seine Gedärme wären buchstäblich explodiert. Der herausgenommene Darm war ganze 13 Kilogramm schwer. Der Patient selbst ist wieder stabil und komplett gesund. Viele Menschen haben Angst vor Spinnen, mich eingeschlossen. Schon der Gedanke, eine Spinne im Ohr zu haben, wird viele aufschreien lassen. Eine Frau in China war ganz entspannt auf einer Wanderung, als sie etwas verwirrte. Ständig hörte sie diese komischen, kratzigen Geräusche. Viele Tage vergingen und sie verzweifelte, weil die kratzigen Geräusche nicht verschwanden. Sie wurde krank und entschloss sich, zum Arzt zu gehen. Und als der Arzt sie untersuchte, fand er eine Spinne, die im Ohr dieser Frau lebte. Für die Ärzte würde es keine leichte Aufgabe werden, die Spinne aus dem Ohr zu bekommen, weil sie immer weiter ins Ohr krabbeln würde. Jedoch klappte es schon beim ersten Versuch ohne Probleme. Hier seht ihr die Spinne. Nun habe ich noch einen Bonusclip für euch. In dem Glauben, dass Ratten und Frösche nach der Einnahme medizinische Eigenschaften haben, hat Yang die letzten 40 Jahre damit verbracht, die Kreaturen selbst zu schlucken und andere dazu zu ermutigen, dasselbe zu tun. Als ein Mann namens Jiang Musheng zu diesem Guru kam, um Hilfe zu erhalten, weil er Magenschmerzen hatte, schlug der große Yang vor, einen Frosch zu schlucken. Der Mann mit seinen Bauchschmerzen vertraute Yang und glaubte, er wüsste, wovon er spricht. Dabei schluckte er den lebenden Frosch, was dann zu vielen Arztverwirrungen führte, als er zur Entfernung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Na, hast du heute schon einen Frosch oder einen Fisch verschlungen? Oder ein paar Löffel und Gabeln wie die alte Frau? Oder gehört ihr zu den normalen Menschen und esst Gemüse, Obst und Fleisch? Das würde mich brennend interessieren. Schreib es in die Kommentare.
Über einen Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniere diesen Kanal und aktiviere die Glocke, um keine Videos zu verpassen. Bis zum nächsten Mal, Dreamer. Ciao.